Boah, jetzt haben wir alle großen Publisher abgehakt. Ja, den größten noch nicht. Das ist unsere Community. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Community-Ecke. Ja, Markus, wie wär's, wenn du uns mit wundervollen Kommentaren zum Thema Aufreger in Videospielen beglückst? Im Ernst, es gibt nichts Nervigeres als diese ganzen ungeskillten Public-Random-Cuckoo-Mad-Kinder. Killt man jemand, man ist besser als sein Gegenüber, steht an einer Stelle, bewegt sich, lädt nach, visiert an, joint den Server, ist man ebenfalls ein Noob. Wenn es nach diesen Waschlappen gehen würde, würde man sich im Spiel gegenseitig anhusten und an einer Stelle bleiben, wobei der Hustensaft an sich selbst schon OP oder Noob wäre. Wundervoller Kommentar gewesen von Ricardo, sehr schön formuliert. Ja, das ist ja perfekter Kommentar. Ja, unsichtbare Wände. Ja. Ja. Kann ich nichts so sagen, finde ich eine Frechheit. Finde ich echt eine absolute Frechheit. Ist das Letzte. Das Allerletzte. Ist wirklich das Allerletzte. Ich zieh mal von Leute, die können nicht verlieren. Und wie ihr vielleicht bei unseren Let's Battles gesehen habt von Black Ops 2, wir haben es einfach drauf. Er spielt nicht gegen uns, wenn ich verliere. Wobei wir auch nicht verlieren können. Können wir auch nicht. Sagen. Wobei der Gegner ist dann halt nicht direkt irgendwie ein Cheater oder so, sondern ein Noob. Der ist ein Noob, ja. Wir werden ja auch die ganze Zeit geflammt, weil wir alles wegrocken. Ja, aber wir sind halt geil. Weil wir Noobs sind. Weil wir sind keine Noobs. Wir sind geil. Okay, Markus, dann gib uns doch mal den neuen Kommentar. Accountgebundene Spiele. Boah, ich hasse es voll recht. Ruben. Hast voll recht, Ruben. Ich bin schon so verwöhnt von Downloads, wie du auch. Ich hab kein CD-ROM-Laufwerk. Ja. Ich besitze keins. Das ist kein Scherz jetzt. Wenn ich mal irgendwie eine CD habe oder Pressemuster kriege, schließe ich mal meinen Laptop an und lasse dann über Netzwerk die CD lesen. Genau so läuft es bei mir nicht auch. Das ist total freaky einfach. Eigentlich schon, ja. Jetzt bist du wieder dran. Jetzt bin ich wieder dran, genau. Und während ich hier versuche, den kurz zu finden, weil wir leider die Liste bei mir nicht vollständig haben, beziehungsweise nicht so viele Leute da drin habe, kann ich einfach mal ein bisschen kurz darüber reden, dass ich zu dumm bin, vernünftig zu scrollen, bis ich Gulhem gefunden habe. Von Annika Freiberger, die sagt, Achievements, das sind alles... Erstmal anfangen. Achievements sind eine tolle Sache. Wobei manche Achievements einfach nur total nervig sind. Bei Assassin's Creed zum Beispiel, die ganzen Federn ansammeln, macht voll aggressiv auf Dauer. Jetzt weiß ich auch, endlich möchte ich mal kurz anmerken, bei irgendeinem Spiel, ich glaube bei Far Cry 3 Blood Dragon, sagt er auch immer, wenn du so Collectibles einsammelst, so, boah, wenigstens muss ich keine Federn einsammeln. Jetzt verstehe ich das erst, weil ich die Assassin's Creed-Teile nicht gespielt habe. Also mein persönliches härtestes Achievement war eine spezielle Trophäe bei High Velocity Bowling. Um dieses zu erreichen, braucht man ein perfektes Spiel im Online-Modus. Man musste mit allen 10 Würfeln stets einen Strike werfen. Dafür habe ich knapp 2 Wochen jede Nacht durchgezockt. Als ich die Trophäe endlich verdient habe, weil ich weitest geheilt von diesem Achievement kam. Nie wieder. Offenbar bringen Achievements dazu, dass Leute 2 Wochen lang jede Nacht durchzocken. Auch wenn er danach gesagt hat, okay, eigentlich war es das jetzt nicht wert, zu dieser Einsicht gekommen ist und gesagt hat, nie wieder. Aber trotzdem, die 2 Wochen hast du es gemacht für eine virtuelle, ja, für virtuelle Punkte quasi, die dir nichts bringen. Finde ich aber trotzdem witzig. Die nichts bringen. Also, so, lieber Markus, kannst du einen neuen? Oh, jetzt darfst du einen Namen. Ja, ich dachte von Sebastian Frank, der ist nämlich mein Bro. Aber egal, er hat was Kluges geschrieben. Ich kann mal von meinem schwersten Achievement erzählen, und zwar geht es um WoW. Als ich noch WoW gespielt habe, den Satz hätte ich mir sparen können, weil er direkt im ersten Satz erwähnt, dass er WoW gespielt hat. Und gerade erst die Erfolge kam, stich ein Erfolg für mich komplett heraus. Was für eine lange, seltsame Reise, nannte sie. Auf diesen Erfolg muss man alle saisonalen Events zu 100% meistern. Oh ja, ohne Spaß, das habe ich auch probiert. Ja, Blizzard, ey. Aber wir haben ja genau die gleiche Erfahrung gemacht bei WoW, dass wir irgendwann total süchtig nach diesen Erfolgen waren, weil wir bei Wrath of the Lich King war es, glaube ich, wo wir quasi schon den Endgame-Content durch hatten. Dann haben wir genau das auch gemacht. Inklusive Angeln. Ich weiß auch, wie viele hundert Stunden ich als Hordlein Ironforge geangelt habe, weil ich diesen verkackten Fisch nicht gekriegt habe. Und ich war, der geht da rein, Hommage an dieser Stelle und angelt 5-mal oder so und holt dieses Scheißvieh aus dem Wasser. Einer geht noch, sagst du? Einer geht noch, und zwar von Kevin. Rezepka. Kevin. Ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht. Keine Ahnung. Kevin Rezepka. Ja, ist egal. Ich bin ein kleiner Sammler. Oh ja. Mein schwierigster Erfolg war... Konntest du da was Perverses raussehen? Ganz im Ernst? Nee, gar nicht. Oh, okay. Ich musste eigentlich an Jäger und Sammler denken. Und dann dachte ich mir, okay, bei Age of Empires ist der einer von den Typen, der die ganze Zeit am Busch rumsteht und die Bären sammelt. Ich habe stundenlang Halo gespielt, um diesen Erfolg zu bekommen. Und plötzlich laufen 2 Gegner in meiner Hand Granate, nachdem sie mich erschossen haben. Danach habe ich mir Freude mein Headset kaputt gemacht. Ja. Also du versuchst dann die ganze Zeit, voll schwierig. Und dann wirst du erschossen und danach laufen Leute in deine Granate. Und du freust dich so sehr, dass du dein Headset kaputt machst. Guck mal, solche Emotionen können Achievements
rausholen. Auf Xbox 360 beispielsweise finde ich Achievements voll geil, oder PlayStation Trophäen finde ich echt witzig, aber auf dem PC, dadurch, dass das auf so viele Plattformen aufgeteilt ist, habe ich da nicht die Motivation zu. Ich brauche da meinen übergreifenden Gamerscore, um den Leuten zu zeigen, wie cool ich bin. Was nicht so richtig funktioniert, weil ich so wenig Konsole spiele und deswegen voll wenig Punkte habe. Voll der virtuelle Schwanz. Voll der virtuelle Schwanz. Genau, und den muss Peter sich jetzt erstmal runterwichsen. Yannick Dormann schreibt: Was in 10 Jahren sein wird, weiß natürlich niemand so recht. Aber ich denke, für ein solches Vorhaben wird auch in 10 Jahren die Infrastruktur noch nicht flächendeckend gegeben sein. Wenn man bedenkt, dass es wohl noch 5 Jahre dauern wird, bis wir hier in Deutschland endlich mal überall 16.000er DSL haben. Ja, man muss tatsächlich bedenken, dass flächendeckend noch nicht mal in Deutschland 16.000er zur Verfügung steht. Und das ist schon krass. Wenn wir hier bonzenmäßig auf unserer 100.000er in der Stadt rumgammeln, ja, vergisst man sowas schon mal ganz gerne. Und dann sagst du immer noch, boah, viel zu langsam. Ja, aber wir das nicht mehr unseren Stream gucken können, weil der ein Internet hat nicht hergibt. Stimmt. Die wollte ich gerade grüßen, aber dann ist mir eingefallen, wie dumm das ist. Hey, ihr könnt es nicht sehen. Schön, dass ihr dabei seid. Das war die Community-Ecke. Und damit habe ich was vergessen? Wir sind durch, oder?